Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Offen zu Hardy Weisen. Ja, ich habe einen Urlaub, deswegen jetzt erst wieder geht's weiter. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Amber, die gute Frau, die den Hunden die Ohren abschneidet. Ganz im Ernst, da war doch irgendwie, hat dich auch so mit jemand geschrieben da und sagt doch hier bla bla. Aber die Ohren sind doch tatsächlich dafür so geschnitten, die sind ja nicht kopiert zum Abschneiden, sondern zum Hochstutzen, damit die Ohren stehen. Ja. Tatsächlich. Tatsächlich, genau. Ich wusste gar nicht, dass mein Vater einen Tresor hat. Wusste ich auch nicht. Ein Wort kann Türen hinter den Sternen öffnen. Jetzt verstehe ich, was mein Vater damit meinte. Die Lösung des Rätsels muss etwas mit der Zahlenkombination von dem Safe zu tun haben. Aber ich komme einfach nicht dahinter. Marco. Marco hat sein Avatar geändert. Wer war nochmal Marco? Hast du vielleicht eine Idee, Tom G? Ja, da sagt sich ja schon, am besten mal, ich kann das ja nicht ankippeln, den Monitor oder so ein Scheiß. Aber man sieht auf jeden Fall, das sieht aus wie so ein Humpen, ne? Wie so ein Bierhumpen oder so ein Scheiß, ne? Dein Blickwinkel ändern. Was könnte er damit meinen? Eben. Es muss ja offensichtlich etwas mit diesen Rasse zu tun haben. Ich habe schon oft solche optische Täuschungen gesehen. Vielleicht versuchst du auch einmal, es dir unterschiedlichen Blickwinkeln anzuschauen. Geht nicht, danke. Wenn man etwas aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, erscheint es oft ganz anders. Ja, ich kann's nicht. Ich kann ja meinen Monitor nicht rumkippen, ne? Wahrscheinlich muss man sein Handy nur anders halten. Ja, ich habe das ja auf dem Monitor. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann kein Wort erkennen. Ich glaube, ich hab's. Echt jetzt? Sag an. Hallo, ich kann das nicht einklicken hier. Was soll das denn? Ich kann gerade nicht. Hallo, ich kann gerade nichts. Achso, ich muss eingeben. Ah, ich muss es selber eingeben. Hä? Hm, das ergibt keinen Sinn. Nee. Tut mir leid, Amber, ich dachte, ich könnte dir weiterhelfen. Ja, Leute, ihr da draußen könnt es, weil ihr könnt euer Handy drehen in allen Richtungen. Ihr könnt es auch gerne wegwerfen, euer Handy. Bei mir geht's nicht. Trotzdem danke für deine Mühe. Ups, wir duzen uns ja schon die ganze Zeit. Ja, bitte nicht. Dachte ich auch. Stimmt, jetzt wo du sagst, kein Problem für mich. Ja. Dann sollten wir es einfach dabei belassen. Ja. Belassen wir es doch mal. Huch. Marco. Ach, das stimmt. Das sind ja die aus den hier Lost Place-Dingens da. Also, mit dem... Ich wollte mich mal wieder von unterwegs melden. Ach, schön. Und, ey, wir haben einen ziemlich krassen Ort gefunden. Es ist zwar komplett dunkel, aber ich denke, ihr könnt es sehen. Das ist eine Kirche, die einfach mitten im Nirgendwo steht. Das Kirche. Die Straße hier hin. Das ist einfach uralt. Das Ding heißt Kirche. Hier stehen auch uralte Gräber. Gräber. Das wäre ein perfekter Spot für eure Geisterjagden. In dem Sinne auf jeden Fall nochmal viel Erfolg so bei eurer Tour und keep exploring. Ja, alles klar. Wir explodieren gleich. Vor Wut. Kirche. Gräber. Alter, bitter. Ich hoffe, wir finden trotzdem einen Hinweis, wo dein Vater sein könnte. Ich fürchte nicht, verdammt, aber irgendwas Wichtiges muss hier drin sein. Das hoffe ich auch. Aber er hat mir die Nachricht nicht umsonst hinterlassen. Irgendwas muss in den Safe sein. Ja, denn er hat auch nicht gedacht, dass du so dusselig bist. Etwas, was uns helfen kann, ihn zu finden. Ich muss noch mal in Ruhe nachdenken, Tom G. Ja, mach das.
Vielleicht kriege ich ja doch noch etwas heraus, was mit diesem Rätsel auf sich hat. Sollte dir noch etwas einfallen, lass es mich bitte wissen. Ja, kann ich machen dann. Kann ich mehr machen. So machen wir es. Blum. Ach, hier schon wieder. Hey, Tomji. Alles klar bei euch? Das mache ich jetzt ernsthaft. Ich tue es jetzt. Hast du zufällig was von Tammy oder den anderen gehört? Nobe. Ist alles klar bei denen? Nachdem nur mein Videoanruf eben keine Reaktion kam, ist mir aufgefallen, dass alle fast offline sind. Ach mein Gott, wie kann ich das als Sprachfehler weiter? Ich krieg das gar nicht hin. Auch wenn du mich für verrückt hältst, da geht dann das nicht mit richtigen Dingen zu. Komm schon, Tom G. Die verarschen dich doch. Du bist der Neue. Ja, ja. Bei denen ist das so eine Art Aufnahmeritual. Falls nicht den Quatsch, fall nicht auf den Quatsch rein. Ja, ja, ja. Nein, Marco, du irrst dich. Bitte, du musst mir das einfach glauben. Lass mich raten. Unheimliche Geräusche. Gruselige Schattengestalten. Domji, jetzt lass sie doch keinen Bären aufbinden. Die lachen sich wahrscheinlich gerade schlapp, weil du auf sie reingefallen bist. Gerade Samu und Ina haben immer irgendwas auf Lager, um einen zu foppen. Haben sie bei mir auch schon versucht? Nein, Tammy, sie ist wie besessen. Ihre Augen sind tief schwarz. Leon, da war diese Stimme. Sie rief nach ihm. Marco, bitte, du irrst dich. Dort geht es nicht mit rechten Dingen zu. Mal unter uns, Tom G. Wir treiben uns jetzt schon eine ganze Weile an verlassenen und vermeintlich spuckenden Orten rum. Und zugegeben, gerade nachts kann es manchmal schon echt ziemlich unheimlich werden. Aber glaub mir, so etwas wie Geister gibt es nicht. Eben. Auf solche Stories fahren Leute echt ab und man kann super Klicks generieren. Nichts gegen Tammy und die anderen. Aber ich fand diese Herangehensweise immer etwas billig. Deswegen haben wir uns bei BWT auch dazu entschieden, Geschichten so zu erzählen, wie sie passieren. Aber muss jetzt jeder selber wissen. Sag den anderen einen schönen Gruß, sie sollen nicht so gemein zu dir sein. Jarek ist nun online. Sorry, die Arbeit ruft. Till hat da gerade irgendetwas entdeckt. Also lass dich nicht an der Nase rumführen und grüße die anderen. Oh, er glaubt uns nicht. Er glaubt uns einfach nicht. Tomji! Ja! Sandy, sie muss hier langgelaufen sein. Ich habe ihre Kette gefunden. Warum sollte sie ihre Kette ablegen? Die hatte ich ihr geschenkt, als wir noch zusammen waren. Ja, sie mochte sie eben nicht mehr. Sieht aus, als hätte die Kette hier hingehängt. Ja, das machen sie öfters gerne. Immer diese Weiber. Oh Gott, nein! Sandy! Wie konntest du nur? Okay, Entschuldigung. Bye bei der Nachricht. Sicher, dass es ihre ist? Dun, 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 dun. Ganz sicher. Ich hatte das Datum, an dem wir zusammengekommen sind, in die Anhänger gravieren lassen. Aber wieso hätte sie die hier hinhängen sollen? Ja, eben, auch wenn sie dich nicht mag. Wie jetzt Müll geschmissen vielleicht, was aber da hinhängen? Sie kann doch unmöglich davon ausgegangen sein, dass ich ausgerechnet hier vorbeilaufe und sie sehe. Vielleicht ist das eine Art Wegmarke. Naja, sie hat vielleicht einfach nur gehofft. Fakt ist, du hast sie gefunden. Dass sie da ja hängen.
Der hat Brotkrumpen gelegt. Bam, bam. Ich weiß nicht. Äußerst unwahrscheinlich. Andererseits, sie kann sie auch unmöglich verloren haben. Wow, gleich zweimal schreibt. Sie wurde eindeutig an diesen Baum befestigt. Ist jetzt auch egal. Sie muss auf jeden Fall hier entlang gelaufen sein. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie sich freiwillig von der Kette getrennt hat. Auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Die Kette ist ihr wichtig. Ja, glaub du mal. Kann es sein, dass ihr noch ganz schön was füreinander empfindet? Naja, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, stimmt nicht. Sandy war die Erste, mit der ich mir wirklich ein Zusammenleben vorstellen konnte. Verdammt, und jetzt rennt sie hier irgendwo alleine durch diesen verfluchten Wald. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Das hoffe ich auch, ganz bestimmt, Jerick. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Jerick. Ja, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und Unkraut vergeht nicht. Oh, shit. Samu hat gerade geschrieben. Wir können nicht weiter nach euch suchen. Haben da hinten ein Dorf gesehen. Wir laufen dorthin und holen Hilfe. Das hatten wir uns auch geschrieben. Ja, Ina hatte mir auch das Bild vom Auto geschickt. Ja, es ist einfach nur schrecklich. Sie können froh sein, dass sie im Leben da rausgekommen sind. Ich denke, spätestens jetzt können wir einen geschmacklosen Scherz ausschließen. Hart gefressen. Das mal sicher. Wir haben Sachen hier rum, wenn ich hier vorlese. Ich komme mir vor wie in der verdammten Twilight Zone. Wie kann es sein, dass die beiden jetzt einen Autounfall haben, von dem sie uns schon vor Stunden ein Video geschickt haben? Twilight Zone. Und auch die Sache mit unserem Proviant. Das Zeug hätte unmöglich vergammeln können in so kurzer Zeit. Du hast recht. Das ist alles echt strange. Als wäre selbst die Zeit aus den Fugen geraten. Streng. Ja, einfach nur unheimlich. Verdammt, Sandy. Hätte nicht einfach so davonlaufen dürfen. Hast du nochmal versucht, sie zu erreichen? Hallo? Jarek? Jarek? Natürlich aber keine Chance. Wie bei den anderen auch. Entweder sind sie offline oder es liegt wieder an dem beschissenen Empfang. Aber andererseits, bei dir gehen die Nachrichten ja auch durch. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Es ist einfach nur ein verdammter Albtraum. Anni. Ah ja, sie hat ja mit uns geschimpft, ne? Ja. Moment mal. Da hinten, ich sehe da irgendein Licht. Nicht aufs Licht zu gehen. Nicht aufs Licht zu gehen, Jarak. Du kleiner Jarak, ein Licht, bist du sicher? Könnte eine Straße sein. Vielleicht ist es dieses Dorf. Oh, the village. Dann muss es aber ein sehr kleines Dorf sein. Ja, so Weihnachtsdorf oder so. Sieht nach einem einzelnen Licht aus, soweit ich das beurteilen kann. Es bewegt sich nicht, flackert nur ein wenig. Aber ganz egal, wo es stammt, ich gehe hin. Wo Licht ist, müssen auch Menschen in Nähe sein. Und Motten. Wegen Motten in das Licht. Genau wie du. Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Da hast du wahrscheinlich recht, aber am wichtigsten ist jetzt, dass du aus diesem Wald herauskommst. Verdammt! Ja, was denn? Was ist los? Alles in Ordnung? Und das Auto von Sam und Ina.
Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Verdammt rutschig hier. Was war das denn? Wer Beine aufs Maul geschlagen, habt ihr das gehört? Oh Gott. Ich sehe mir das mal an, Tomji. Bis gleich. Amber. Tomji! Das Rätsel konnte ich leider auch nicht lösen. Tja, dann tut es mir leid. Aber ich habe mir das Handy meines Vaters nochmal genauer angeguckt. Unter den gelöschten Objekten habe ich noch eine Datei gefunden. Jetzt gelöscht. Ja, und dann? Es gibt nur leider ein Problem. Verschlüsselt. Es lässt sich leider nicht mehr öffnen. Scheint irgendwie verschlüsselt zu sein. Vielleicht kann ich da etwas machen. Du meinst, du kannst sie öffnen? Ich kann es zumindest versuchen. Ja, ich habe ein Tool, das Datei vielleicht knacken kann. Okay, ein Versuch ist es ja mal wert, oder? Die ZIP-Datei erhalten. Schreibe Nachricht. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ich da was machen kann. In Ordnung, ich bin gespannt, was du herausfindest. Viel Erfolg, Tomji. Okay, Kinderchen. Wir müssen hacken und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüssli, Müsli.